Ja, willkommen zurück. Dann haben wir hier die nächsten Schritte am Start. So sieht unser Gefährt bisher aus. Also ich, ganz ehrlich, das ist schon... Oh, ich mag das Ding. Mod King 10.003, so heißt er. Gut, bauen wir weiter. Wir haben noch ein paar Teilchen hier liegen. So viele sind es tatsächlich nicht mehr. Dennoch werden wir noch so ein paar Videos davon machen. Nicht alles auf einmal. Fehlteile bisher keine. Klemmkraft top. Obwohl, wie in den vorangegangenen Videos schon gesagt, habe ich das bei dem Auspuffrohr ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Teil überhaupt da dran bleibt, wo es ist. Viermal. Na, versteckt sich wieder jemand? Genau, da ist er. Viermal. Zweimal das. Immer herrlich, wenn sich die Bauteile verstecken. So, einmal und zweimal, das sind die kurzen, genau. Dann brauchen wir noch mal vier Stück von denen. Und zwei von denen. Oh, mal gucken, was wir hier jetzt zusammenstricken. Okay. Also pass auf, du möchtest das so haben und so, dann soll hier einer runter und hier noch einer, richtig? Richtig, so sieht es bis jetzt erstmal aus. Dann kommst du hier hin und du so, genau so, dann so. Sieht ein bisschen komisch aus. Das müssen wir... So, wir bauen das auch noch mal in die andere Richtung. Also, da ist der zweite. Wir haben den. Wir haben einen Vierer hier vorne vorliegen. Der kommt da drauf. So, genau. Dann. Alter Schwede. Man sollte sich die Anleitungen richtig angucken, dann klappt es auch mit dem Bau. So, so muss das erstmal grundsätzlich. Das heißt, da sind wir erstmal auf beiden Seiten grundsätzlich konform. Okay. So, dann. Genau, das ist die Ebene. Dann kommt er da drüber. Dann kommt der da drauf. Dann kommt er hier hin. Na komm, bleib drauf sitzen. Du hier hin und du hier nach
außen, korrekt. So, dann haben wir zweimal das gleiche Bauteil. Also ich habe es auf jeden Fall schon mal, wenn ich es falsch gebaut habe, identisch falsch gebaut. So, gut. Dann einmal hier dran. Also das Geile ist ganz ehrlich, auch wenn das jetzt an so wenigen Noppen hängt, die Scheiße hält einfach. Die hält. Ich meine, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass diese komischen Auspuffrohre schon 100.000 Mal abgefallen wären. Nein, die halten einfach. Auch wenn ich es nicht geglaubt habe, aber die halten. Genau, hier ist das Ganze dann auch dargestellt. So passt es. So sieht das schick aus. So, jetzt geht es weiter. Jetzt brauchen wir, genau, drei, wie sagt Thorsten immer, drei graue Käseecken. Drei, genau. Dann brauchen wir zwei Zweier. Wir brauchen einen davon. Und das komische Ding hier. So. Und dann brauchen wir unser Autochen. Oder das, was schon davon übrig ist, was da schon fertig ist. Okay, jetzt wird es lustig. Also. Ein Zweier. Hier direkt vor die weißen Fliesen. Ein Zweier. Hier direkt vor die weißen Fliesen. Dann kommt hier der Einzelne hin und der wird hier aufgebaut. So, dann haben wir diese drei Käseecken. Eins, zwei, drei. Ist das ein Zweisitzer? Ist das jetzt schon der Fahrersitz? Sind das die drei Pedale, Kupplung, Gas, Bremse? So sieht's aus. Ja, gut, könnte so sein. Egal, wir machen weiter. Vier. Dann brauchen wir zwei graue von denen. Wir brauchen diese beiden weißen. Also die Teileanzahl ist echt überschaubar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6. Was er wohl nicht hat, ist ein Motor. Ich habe meinen Nagel eingerissen. Das ist ja unglaublich. So, jetzt bauen wir hier weiter. Die weißen kommen erstmal ganz von hier vorne bis hier hin. Die können wir mal einbauen. Das ist jetzt erstmal das Einfachste. So, dann haben wir auf gleicher Ebene beziehungsweise auf gleicher Höhe, wo die enden, kommen diese vier hin. So, dann haben wir eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. So, und davor diese beiden. Ey, das Ding ist ein Meinungsverstärker. Kannst du deinen Nachbarn mit verkloppen später, ey. Ganz ehrlich. So, guck mal, ich halte das noch hier unten fest. Ja, das ist... Ey, ich bin begeistert von dem Set, ganz ehrlich. Mega, 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 mega. Kann ich nur empfehlen. Vor allem, es kostet nicht ansatzweise so viel wie dieser Lego-Krempel. Lego finde ich mittlerweile, auch wenn man sich die Sets anguckt, ja, es sind durchaus mal schöne Sachen dabei, wie das aktuelle Motorrad zum Beispiel. Aber wenn ich sehe, du hast ein Set für 200 Euro ungefähr, 79 Aufkleber da drauf, hier hast du einen, also ich habe jetzt wird gehandelt zwischen 40, also 39,90 habe ich für bezahlt und irgendwo 60 Euro, so um den Dreh rum. Wenn du überlegst, hier ist nicht ein einziger Aufkleber dabei. Das Zeug ist bedruckt.
Man hätte ja sogar diese Fliese als Aufkleber machen können. Nein, es ist bedruckt und die Scheiße hält auch noch und das für den Preis. Und die Steinequalität ist top, 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 top. Wenn ich das so in meinem laienhaften Dasein beurteilen kann. So, genau, wir bauen mal weiter hier. Das sind auch so komische Dinger hier. Ach so, da ist auch wieder Tausch. Es gibt zwei Varianten wohl davon. Entweder mit gefüllten Noppen oben oder mit hohlen Noppen oben. Hier sind jetzt die gefüllten dabei. Ich habe auch bis jetzt noch kein Teil gesehen übrigens. Das heißt, ich habe wohl eins von den neueren Sets erwischt, wo das Goldene falsch bedruckt bzw. angesprüht worden wäre. So, hier muss ich erstmal das Ding da reinstecken. Und hier auf der Gegenseite auch. Dann steckt man das hier zur Haupe. So, dann nehmen wir zwei Pinne. Wetten, einer versteckt sich wieder. Zwei Pinne, Quatsch, ein Pin. Und zwei von diesen hier, so sieht's aus. Dann kommt der Pin nämlich hier unten rein. Dann werden diese beiden nämlich zusammengesteckt. So, und 65. Achso, wir sind noch nicht fertig damit. Ah, okay. Der nächsten Ebene brauchen wir dann. Was brauchen wir dann? Wir brauchen hier diese dunkelgraue. Was weiß ich, Dark Blue Gray oder wie der Krempel heißt. Ich weiß es doch nicht. Es ist mir auch wurscht, ganz ehrlich. So, das wird da drauf gesteckt. Das kommt so rum da drauf. Es geht schwer drauf, demnach hält es und geht nie wieder runter. So sieht's aus. So, dann brauchen wir. Was haben wir denn hier alles? Richtig coole Sachen noch, ey. Brauchen wir einen Stopper oder was wollen die hier haben? Ja, mal mit der Lupe gucken. Das ist. Was ist denn das? Ach so, warte mal. Zweimal das Ding. Ah! Clever. Also ein so eine Art Stopper. Dann zweimal hier so ein Kardan-Ding. Ach, da drin sitzt das Teil. Das kann ersetzt worden sein durch das Ding. Also ich brauche nur das Teil da zu suchen, nicht mehr. Einmal, zweimal, genau, das ist nämlich dieses Mittelding, was hier in der Mitte drin sitzt. Das heißt, bei einem früheren Modell musste man das tatsächlich selber zusammenstecken. Und hier haben sie das jetzt als ein einziges Gelenk genommen. Schön, dass ich das nicht zusammenbauen muss. Perfekt, dann haben wir sowieso die Hälfte abgebrochen. Dann brauchen wir das Ding und wir brauchen hier eine schwarze Viererachse. So sieht das aus, genau. Dann kommt das nämlich so und das Ding kommt hier rein. Perfekt. So, dann brauchen wir das Ding und wir brauchen unser goldenes Lenkrad. Alter Schwede. Da geht, wir sind wieder die Handschuhe gefragt. So, das Ding hier drauf popeln und das Lenkrad hier drauf. Gut, wunderprächtig. Soweit sind wir. Dann haben wir das hier, was wir schon gebaut haben. Das Lenkrad kommt einfach hier. Gut, einfach ist nicht. Es ist etwas straff. Jetzt hängt noch mein Handschuh dazwischen. Es ist etwas straff. So, das kommt da rein. Es ist wirklich sehr stramm. Aber es ist okay. So hält es. Und das ganze Gebilde wird dann hier offensichtlich draufgesetzt. So sieht das jetzt aus. Ich denke, da können wir die Handschuhe jetzt erstmal wieder wegnehmen. So sieht das Ganze aus. Nice. Gut, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4 Einer
Und vier Zweier, die haben wir jetzt hier. Dann nehmen wir wieder unser Gebilde. Wir setzen die, ups, einer nach außen. Die Zweier hier in die Mitte. Und den, das machen wir zweimal. Ich hätte den zweiten Bauabschnitt sogar genau andersrum. Gehabt. Naja, egal, wir bauen es jetzt so, wie es in der Anleitung steht und fertig. Ich hätte das einmal überlappen lassen. Aber okay, wird schon passen. Hält ja auch. Es ist Mold King, es hält. Gut, zwei von denen, das ist jetzt alles recht überschaubar. So, jetzt geht es weiter. Wir brauchen zwei von den Dingern, das sind einfach so Teller. Wir haben hier vier hellgraue mit so einem Häkchen obendran. Wir haben zwei von denen. Wir haben hier noch zwei Käseecken. Und wir haben hier zwei weiße Wellen. So, was möchte er damit jetzt machen? Das wird jetzt zweimal gebaut wieder. Und ich denke mal, dass es an der Stelle auch tatsächlich wieder völlig egal steht, auch bei zweimal bauen. Da ist also nichts, was jetzt irgendwie großartig gespiegelt wird. So, das haben wir. Dann kommt hier oben drauf. Jetzt müssen wir genau gucken, wie rum wir das bauen. Ich drehe das mal so weit durch, dass das passt. Aha, okay. Geht auch nur bis zu einer bestimmten. Wie muss denn das liegen? Oben drauf, okay. Also so, genau, dann ist auch keine Spannung drauf und wir haben hier einen gewissen Abstand. Okay, dann kommt hier eine Fliese drauf. Also so eine Käseecke, ne? Und hier kommt eine drauf. Und das Ganze kommt hier dran. Ja, okay, jetzt relativiert sich auch dieses Türm. Man hätte es anders bauen können, wäre es vielleicht noch einen Tacken stabiler gewesen. Aber es ist egal, es geht, es passt. So, dann brauchen wir unser Autochen. Und können das Lenkrad hier einbauen, oder? Da drauf. Ziemlich nah am Sitz. Ein bisschen runterdrücken. So. Passt, wackelt und hat Luft. Gut. Nächste Bauschritte. Wir brauchen einmal den. Mehr haben wir davon auch nicht. Dann haben wir hier die drei dunkelgrauen. Wir haben einmal den. Wir haben eine graue Käseecke. Wir haben einen von denen. Wir haben hiervon ein und wir haben drei solche. Ne, zwei haben wir von denen. Und viermal, hier werden jetzt die klaren benutzt. So, fangen wir an mit dem Bau. Das heißt, wir packen die zwei Vierer aufeinander. Ich habe gedacht, das wären die Scheiben, aber das sieht ja wohl doch ein bisschen anders aus. Wie gesagt, keine Kratzer drauf. Es ist wirklich, obwohl die mit anderen Steinen jetzt zusammengepackt waren,
keine Kratzer drauf. So. Dann einmal so und einmal so. Dann kommt er hier drauf. Die beiden kommen hier hin. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Die gucken alle in die gleiche Richtung. Also so. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Dann kommt hier diese Käseecke hin. Was ist das? So. Und nun? Wo muss denn der hin? Warum? Ach, okay. Ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht. Mal wieder. Und zwar ist aber kein Problem. Diese Dinger hier, diese 1, die gehören nicht so, wie ich sie gebaut habe, sondern quer. So. Und werden dann direkt davor gesetzt und dieses komische Kardangelenk, das muss dann nämlich rein in dieses Loch. Warum auch immer. Und das gestaltet sich jetzt als etwas tricky, weil es immer wieder nach unten klappt. Das heißt, ich lege das jetzt mal so und das hier gehört auf jeden Fall nach außen. Dann passt das Ganze hier hinten rein. Ist das so? Ja. Ist so. Gut. Warum das jetzt transclear ist, weiß ich nicht. Soweit sind wir jetzt vorangeschritten. So sieht das Ganze aus. Wir kämen jetzt tatsächlich schon zur nächsten Bautüte. Hier sind aber wirklich keine Teile übrig geblieben. Ne? Wir kämen jetzt zur nächsten Bautüte. Das würde ich aber tatsächlich im nächsten Video machen und eventuell ziehen wir die dann auch komplett durch. Das müssen wir mal schauen, wie weit das dann geht. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen, freue mich über ein Däumchen darüber, ein Abo und